Also ich bin mega aufgeregt. Brauchst du nicht! Es war 2011. Soweit ich weiß, schien die Sonne. Ich saß in meinem Zimmer und hörte Musik. Es war ein schöner Song. Ich war im Tagträumen und hörte es an meiner Tür klopfen. Ich wachte aus meinem Tagtraum und öffnete die Tür. Meine Mom stand davor und sah sehr traurig aus. Sie wollte mit mir reden, auf dem Balkon. Sie bot mir eine Kippe an. Ich wartete. Sie holte tief Luft und meinte, dass sie sich von meinem Vater trennen möchte. Ich schwieg. Mein Herz blieb stehen und kurz darauf sprang es in tausend Teile. Ich zog kräftig an der Kippe und fing an zu weinen. Mein Vater sei ein Alkoholiker, dem mich nicht mehr zu helfen wäre. Sprung. Knappe 4 Monate später trat ein neuer Mann in Mams Leben. Und dann, ein paar Monate später, zog er bei uns ein. Meine Gefühle in dieser Zeit kann ich nicht beschreiben. Meiner Meinung nach war das der Moment, in dem etwas passierte. Es fing an mit doofen Bemerkungen, Stalking, ein wenig Sklaverei und sexistischen Anmerkungen. Er ekelte mich an und ich machte ihn geil, widerliches Schwein, aber auch nur, wenn meine Mom arbeiten war. Ich dachte an so etwas wie einen Auszug von zu Hause. Ich weinte, weil dieser Gedanke so angsteinflößend war. Es ist doch nicht möglich, auszuziehen. Ich habe doch noch 2 Geschwister und ist das nicht Familienverrat? Für mich ist das keine Familie mehr. Ich rebellierte. Ich dachte, ich sei eine Killer Queen und nichts könnte mich so verletzen, so dass ich das erste Mal mein Herz schreien hörte. Falsch. Ich war klein, hilflos und ängstlich. Ich bekam meine erste Backpfeife. Und warum? Weil ich mich verteidigen wollte. Hä? Laut dem Freund meiner Mutter habe sich eine Frau nicht zu verteidigen. Richtig. Ich durfte mich nicht wehren gegen jemanden, der meine Brust anfassen wollte oder meine Unterwäsche reizend fand. Aber natürlich nur, wenn meine Mom arbeiten war. Klar. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, nicht ernst genommen zu werden? Ein Nein von mir wurde belächelt. So. Also stoppte ich das Nein sagen. Ich fühlte nur die Leere in mir. Ich lag in meinem Bett und vermisste meinen Dad. Er wohnte ein paar Straßen weiter und das Einzige, was ich spürte, war die Abwesenheit. Habe Hausarrest? Ich will ihn sehen. Okay, ich will ausziehen. Definitiv. Ich mache hier einen Stopp. In meinem Kopf ist nur noch viel Schrott. Wollte euch nur sagen, muss lernen, wieder Nein zu sagen. Ich bin eine von 8 Milliarden Menschen und erzähle hier meine Geschichte. Diese eine von vielen Geschichten. Danke.